Wie kommt man dazu, als junger Mensch erstmal überhaupt in die Politik zu gehen, was ja eine tolle Sache ist. Politisches Engagieren ist immer gut. Aber dann die CDU, die Junge Union, ist ja vielleicht jetzt nicht unbedingt das Coolste, sag ich mal jetzt einfach mal so ganz salopp gesagt. Wie kam es denn dazu? Naja, bei mir war das tatsächlich so, dass ich gerne diskutiert und gestritten habe, auch mit meinen Lehrern. Und gerne schon sehr früh übrigens darüber gestritten habe, wie so ein Schulhof aussehen muss, dass wir einen Bolzplatz brauchen, eine Tischtennisplatte, was auch immer. Ja. Und da bin ich Leuten aufgefallen, die in der Jungen Union sind. Und die haben mich ganz lange versucht zu werben. Okay. Es war wirklich ein langer Zeitraum. Und ich wollte das nicht, weil ich hatte... Ja, ich hatte einen großen Freundeskreis, brauchte keine Ersatzfreunde. Ja. Und, okay, verstehe. Ja, das ist ja häufig so. Ist das ja? Also, dass man Leute, so in politische Jugendorganisationen so gehen. Ja. Ja, ein bisschen Freundschaften suchen. Das ist auch